Bevor wir dir die Top 10 Figuren zeigen, möchten wir dir etwas zur Struktur der Salsa-Figuren sagen. In Salsa haben wir extrem viele Figurenvariationen und Möglichkeiten und wahrscheinlich mehr als in den meisten anderen Tanzstilen. Dieser Aspekt oder Tatsache bringt eine Herausforderung mit sich. Die extrem vielen Figurenvariationen machen es uns Tänzer, Tänzerinnen schwierig, die Essenz zu erkennen. Die Struktur, das Fundament, wie diese Figuren aufgebaut werden. Die folgenden 10 Figuren werden dir hoffentlich helfen, diese Struktur und das Fundament der komplexen Salsa-Figuren zu erkennen. Genug geredet, jetzt tanzen wir aber und wir zeigen dir die Top 10 der Salsa-Welt. So, wir beginnen mit dem zentralen Element für vor allem für Crossbody-Salsa-Stil und das ist, tada, das Crossbody-Lead. 1, 2, 3 und 5, 6, nochmal von der Seite Crossbody-Lead und 5, 6, 7. Da bewegen wir uns von A nach B und auf diesem Element basieren extrem viele andere Elemente. Als Pendant dazu, zwecks Dualität, Abwechslung, Kontrast, nehmen wir das Reverse Crossbody Lead. Wieso Reverse? Weil es auf der anderen Seite passiert. Ja? Das heißt, Crossbody Lead passiert auf der linken Seite, Crossbody Lead. Reverse Crossbody Lead auf der rechten Seite von dem Slot und das bringt natürlich eine schöne Abwechslung, wenn man sie hintereinander reiht. Nummer 3 ist eine simple Damenrechtsdrehung. 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Ein Crossbody Lead dazwischen, dann auf der anderen Seite und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Simple Rechtsdrehung der Dame. Wo wir schon bei der Damendrehung, Nummer 4. Die Herrendrehung oder Leaders Right Turn, da gibt es mehrere Varianten. Wahrscheinlich die simpelste, Hand runter, er dreht nach rechts während 1, 2, 3. Einmal noch von der anderen Seite, Hand runter, 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Das heißt, wir haben ein Crossbody Lead, ein Reverse Crossbody Lead, eine Damendrehung, gleich danach zum Beispiel eine Herrendrehung. Jawohl. Nummer 5, Crossbody Outside Walk. Es ist ein Crossbody Lead. Ich hebe meinen linken Arm und sie dreht aus ihrer Sicht nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Crossbody Lead. Wie gesagt, Crossbody Outside Walk basiert auf dem Crossbody Lead, weil es ein zentrales Element ist. Alle bisherigen Elemente starten mit, oder basieren auf diesen Vorwärts- und Rückwärts-Wiegeschritten. Jetzt das nächste Element basiert auf dem Open Break. Das ist ein Open Break Outside Turn. Open Break und Outside Turn. Das passiert wiederum auf der rechten Seite vom Slot, das heißt Open Break. Jetzt geht sie rechts an mir vorbei. Und sie dreht auch rechts. Das heißt, einmal noch Crossbody Lead, Open Break und drehen und wieder Crossbody Reverse, damit wir ein wenig Abwechslung haben. Bleiben wir beim Open Break und tanzen das Element Nummer 7. Ja, richtig gezählt. Das ist das Around the World und Open Break. Und herum, da drehen wir beide nach rechts. Einmal noch von der Seite, Open Break und herum und Crossbody Lead als immer gerne willkommenes Bindeglied zwischen diesen Elementen. Ein weiteres Open Break Element wäre der sogenannte Einschuffler Turn. Das heißt Open Break, gleich drehen und tada, Einschuffler Turn. Der basiert auf der berühmten Enchufla-Drehung aus dem Kubanischen, nur dass wir hier statt einer halben, eineinhalb Drehungen drehen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich. Den Follower. Jawohl, ja. Eineinhalb Linksdrehungen für die Follower, allerdings auf der rechten Seite des Leaders, sprich Open Break und Rack, Tag, Tag. Enchufla-Turn. Nächsten zwei Elemente sind wieder auf Mambo basiert, sprich vorwärts und rückwärts und auf dem Crossbody Lead. Als nächstes Nummer 9,
Crossbody Inside Turn. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und Reverse. Und noch einmal Inside Turn. Ha. Und 5, 6, 7 von der Seite. Und 5, 6, 7. Es ist eine Linksdrehung auf der, für die Dame auf der linken Seite vom Slot. Und Nummer 10. Yay! Yay, geschafft. Geschafft. Crossbody Outside Turn. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und einmal noch von der Seite. Crossbody Outside Turn. Und 5, 6, 7. Und 1, 2, 3. Und tada! Tada! Zusammenfassend aus der Vogelperspektive willst du natürlich möglichst viel abwechseln von den Elementen, die passieren, Elemente, die am Platz sind und Elemente, die rechts von dem Slot passieren, beziehungsweise dann Elemente, wo wir beide gemeinsam drehen. Je besser wir das platzieren, desto mehr Flow und Abwechslung haben wir. Als nächstes werden wir, wie versprochen, demonstrieren, wie wir diese Figuren harmonisch zur Musik ideal kombinieren würden. Aber eines solltest du vorher wissen. Es ist gut zu wissen, was man tanzen sollte. Noch viel besser und wichtiger ist es zu wissen, wie man es tanzen sollte, aber vor allem wann und welche dieser Figuren man tanzen sollte, damit du in jedem Tanz ein tolles Tanzgefühl erleben kannst. Dazu haben wir unseren umfassenden Member-Bereich der Social Dancing Academy mit über 2000 Videos kreiert, in dem wir den Social Dancern einen klaren, aber freudvollen Weg durch diesen Social Dancing Dschungel zeigen. Klicke auf den ersten Link unten in der Beschreibung, hol dir einen gratis Zugang zu unserem Member-Bereich und schau dich mal um. Aber jetzt viel Spaß bei dem Tanzen mit Musik. Thank you.